Hi Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Ja, Katja, bist du da? Die Stangen liegen hier. Das ist nicht schade, die Stangen liegen hier einfach. Ja. Und ja, ich werde auch euch meine Pferde vorstellen. Ich muss mal in die Kamera irgendwie hinstellen, dass sie nicht runterfällt. Ja, und ich gucke mal einen geeigneten Platz. Mal hier vielleicht. Ja, fehlen mir noch so die Dinge. Ja, auf jeden Fall noch Dinge und schon mal. Ich versuche das gerade hier irgendwie so hinzustellen. Nach hinten so eins. Das geht aber nicht. Also, vielleicht auf dem Sandplatz. Ja, hier ist so eine Hülle. In die Hülle, solange bis ich eine Kamera bekomme, eine richtige. Und jetzt geht's los. Das ist der liebe Black. Warte mal, ich mach mal die Decke ab, dann könnt ihr ihn besser erkennen. Und die Menschen werde ich auch noch. Das ist ein Privatpferd. Und das ist das Privatpferd von der Lisa. Ja, die gibt es eigentlich auch als Stehfigur. Ich hole die mal als Stehfigur. Das ist eigentlich die Stehfigur davon. Aber bei mir ist es mal... Es ist Lia. Also Lia. Und die reitet nicht, die ist eine Aufhilfe. Und ja, dazu kommen wir bald bei den Stehfiguren, die keine Pferde haben. Die habe ich auch mal ein. So, dann kommen wir mit den nächsten. Hier ist die Westernstute. Dass ihr alles sehen könnt von der. Sind wir. So, weiter geht's mit den Einpolen. Das findet meine Freundin genau passend. Das ist Luck, das ist Karamell, das ist Lucky, das davor war Black. Das war ein Hengst. Und das ist die Besitzerin von ihr, von der. Das ist die Lilly. Und ja. Ich mache irgendwie zuerst die Privatpferde, damit das ein bisschen besser geht. Ich sammle mal die Leute ein, die das sind nur noch zwei. Gut, dann fangen wir an mit der Stute Spirit. Ja, die sieht ein bisschen aus wie Spirit bei der Serie. Aber nur, dass es bei der Spirit da ist, der ein Hengst ist. Warte mal, die Stangen, die räume ich mal weg, die nerven. Total. Zum Zeigen. Ich mal da hinten hin. Und hier ist dann noch das Polen. Das ist jetzt nicht das, glaube ich, das passende Polen. Aber ich finde, das ist ganz passend, weil die hat die Blässe und die Fesseln. Also ein Fessel. Wie hier bei der Mutter ist auch ein Fessel. Nur, dass es jetzt hier ist. Da. Hier. Und... Ja, aber und bei der Mutter ist es da hinten. Ja. Aber egal, trotzdem ist das passend. Egal. Und ja, die Blässe ist dann noch ganz gleich. Nur jetzt die Farbe nicht so richtig. Und der Vater ist der hier. Mein lieber Angelo. Ja, bei Sarah Springhouses heißt der Morningstar. Ich hasse das. Aber naja. Und die Besitzerin, habe ich vergessen, ist die liebe Brina. Ja, ich habe mir nur den Namen einfallen lassen. Naja, die passt ganz gut. Die passt einfach ganz gut, habe ich mir so gedacht. Und ja, tue ich die jetzt mal weg. Der Privatstall ist direkt in meiner Nähe. Deswegen habe ich auch kein Problem damit. So, dann kommen wir mit der... Eine Westernstute, das ist auch eine Western.
Und das Polen passt einfach auch ganz gut. Neben den Checkungen. Hier sind Checken. Die sind jetzt nicht genau da, wo er die Checken hat. Von Polen. Aber egal. Und die... Ich sag auch mal die Namen. Also das ist Crasher. Das davor waren Lucky und Pia. Das ist Pia. Die hier, One Spirit. Das ist Pia. Und das ist Lucky. Ja, egal. Und das ist der liebe Crasher. Der ist ganz niedlich. Aber die Mutter hat noch so eine Blässe. Aber die ist auch geschenkt. Und James ist der Besitzer. Der ist ein Erwachsener. Aber arbeitet hier auch. Und oft reiten tut er sie nicht. Aber trotzdem ist das ihre Stute. Denn er arbeitet auch ein bisschen Melange mit. So, dann habe ich hier noch eine Stute. Mein erstes Repaint, glaube ich. Nee, ja doch. Mein erstes Repaint ist diese Stute. Die ist schon ganz gut geworden mit ihrem Fohlen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie er oder sie heißt, weil ich habe noch ein doppeltes und das ist etwas dunkler oder heller. Ist jetzt nicht. Entweder Cecilia oder Ares. Und die Stute war mein erstes Repaint. Die ist aber ganz schön geworden. Naja, die Farbe bläst immer ab. Ups. Ja, trotzdem ist die ganz schön. Und dann machen wir mal weiter. Das war's bei dem Privatstall. Sie war aber kein Privatpferd. Und dann kommen wir mal zu den Pferden, die Schulpferden sind. Okay, das war auch ein Schulpferd. Und jetzt kommen wir mal in den ganzen Schulpferden. Ups. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich glaube, ich stelle mal die Pferde alle hin. Stellen wir mal die Pferde hier so hin, weil manche sind so oben und so. Das ist dort. Oh, ich habe voll viele Schulpferde, Leute. Voll viele. Ich habe auch Scheier. Also deswegen ist das nicht schwer. Deswegen. Für die guten Reiter sind meine Shire-Horses. Und ja, jetzt fangen wir mal an. Ja, ihr könnt sie sehen. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber egal. Machen wir mal weiter. Das sind jetzt die Schulpferde. Ja, der hat schon viele Macken. Aber er ist trotzdem noch ganz niedlich. Und ja, das ist meine Tinker. Ja, Sarah Springhauses auch. Das ist meine Bella. Und manchmal auch in der Serie heißt sie nur Tüpfelblatt. Aber egal. Das habe ich abgekastet, wie man sieht. Das hat genervt, wenn man jetzt hier den Strick... Also, warte mal. Das hier ummachen wollte. Hier ging das dann gar nicht, weil das dann hier schon dran war. Und jetzt geht das. Ach, kann ich jetzt noch mit einer Hand egal. Und jetzt geht das einfach. Das ist die liebe Bella. Und sonst heißt sie... Ja, ich habe mir das von den Namen von einer Freundin abgeguckt. Aber sonst heißt sie eigentlich Töpfelblatt. Und die glänzt. Ja, das finde ich jetzt nicht so schön. Aber egal. Das war nicht ein Repaint. Das war schon vorher so. Nur ich habe das Weiß nochmal nachgearbeitet. Weil das schon weg war. Und das ist der liebe kleine Rubin. Der ist auch ganz niedlich. Passt irgendwie nicht, aber... Naja... Und der Vater von ihm ist mein lieber Shadow. Aber dazu kommen wir auch noch. So, tue ich jetzt mal weg. Und dann tue ich sie wieder in die Boxen. Dann machen wir mal mit der Stute weiter. Ja, da habe ich auch das Weiß und die Schwarz ein bisschen nachgearbeitet. Damit sie schöner aussieht. Mit der lieben... Ja, warte mal. Queenies Freundin. Ich komme gerade nicht mit dem Namen. Ginger, das ist Ginger. Und das ist Snow White. Ich überlege, ob ich sie verkaufen soll. Nee, ich verkaufe sie nicht. Sie ist keine Verkaufsstute. Tut mir leid, Leute. Aber sie ist dafür einfach... Das ist kein Repaint, das ist einfach nur das Weiß nachgearbeitet und ein bisschen das Schwarz eigentlich auch, aber... Und sie glänzt. Ich habe da mit den... Ich muss da mal mit Mattlack, glaube ich,
Oder so. Ich muss mal einfach darüber arbeiten. Ja, das klebt auch. Und das nervt einfach. Oh, egal. Und ja, aber die glänzt so richtig stark. Und ihr seht. Und das nervt. Aber das ist aber eigentlich auch nicht vom Pferd bekannt. Aber ja. Was soll ich machen? Dann komme ich nochmal meine Shire. Nee, nicht mit der Shire Horse. Die mache ich am Ende, die Shire Horse. Dann fange ich an mit ihr. Das ist meine liebe Beauty. Und das Polen. Das passt jetzt gerade gar nicht, das Polen, aber ich finde, das passt irgendwie, weil es auch schwarz ist. Und Beauty ist ein Schulpferd. Also, und das ist jetzt schwarze Strähne. Ja, ich weiß jetzt nicht welchen Namen, aber ich finde irgendwie weiße Strähne passt eher mehr, weil hier so eine weiße, süße Rundblässe ist. Ist mal niedlich. Und ja, deswegen überlege ich, ob ich ihn nicht weiße Strähne nennen soll. Aber egal. Dann fangen wir jetzt mal mit Baloo an. Ja, bei seiner Springhose, das heißt der Kobold, aber mag ich nicht. Nee, mag ich nicht. Und bei mir heißt aber Baloo, weil der echte Baloo, den gibt es nicht mehr. Heißt nicht deswegen Baloo. Und das ist meine liebe Sabrina. Ja, ich finde, der Name passt irgendwie. Bei Baby und Tina heißt die weiße Stute nämlich Sabrina. Und das ist der Fohlen Queenie. Ja, Eskada habe ich noch nicht, aber ich werde mir Eskada noch holen. Den das unten sehen konnten. Ja. Die sind aber auch ganz lieb. Dann zeige ich nochmal Tina und Miss Melody. Ja, ich überlege noch einen Namen für die. Und ich lege mir gerade die Reihe. Das ist irgendwie viel cooler, ne? Okay, dann haben wir jetzt mal die schon durch. Also die sind voll schön. Naja, voll viele Macken. Aber jetzt, wenn ich ein Pferd hole, mache ich mit durchsichtigem Nagellack. Mache ich die dann an, voll, damit die keine Macken bekommen. Das ist der liebe Pascal. Ja, vorher hieß er Chocolate, aber ich will noch einen Fohlen haben. Das wird Chocolate heißen. Und das ist der liebe Pascal. Jetzt heißt der Pascal. Ich habe da auch nochmal mit Weiß drüber gearbeitet. Der glänzt jetzt nicht so stark, weil ich eine andere Weiß benutzt habe. Als bei den anderen Pferden. Weil die Weiß da immer abgeblasst ist und weil das nicht funktioniert hat und so. Habe ich jetzt bei ihnen, weil sie nicht Weiß hat und sowas. Ja. Dann kommen wir zu meinem lieben Diablo. Diablo ist eigentlich ein ganz feines Pony, ist faul und ist gut an der Longe. Und naja, und man kann nicht viel mit ihm machen, außer dass er. Und in der Abteilung ist er noch fauler als an der Longe. In der Abteilung macht er nur Schritt. Wenn er traben soll, dann macht er leicht traben. Also ganz, ganz leicht. So als wäre es Schritt. Und und das war mein Kutschenpony. Das ist ja auch irgendwie wie ein Pony. Also nicht so ein richtiges Pferd. Das ist ja auch irgendwie ein ganz klein irgendwie. Ich finde irgendwie, dass es so ein Pferdpony irgendwie so ist. So ein Dreh. Ja. Egal. Dann kommen wir zu meinem lieben Shadow. Shadow ist ein Tinker Hengst. Und das war der letzte, den ich gefunden habe. Ja, und bei Black Purit, ja, die findet man nicht mehr auf YouTube. Die hatte ihn auch Shadow genannt, bei so einer Serie. Und der hat Hufeisen. Aber der ist ganz lieb und ist nicht faul. Der ist auch ganz schnell, ist aber für die Anfänger gut geeignet, weil der hört auch sehr gut. Ja, da habe ich auch noch mal mit einer Weiß drüber gearbeitet, damit er nicht so hässlich aussieht, aber naja, egal. Wenn ihr denkt, warum ich schüttel, das ist, damit der Sand nicht die ganze Zeit drauf bleibt. Das ist der liebe Storm. Ja, der Storm. Der kommt von Cars vor. Da heißt der Storm. Irgendwie so ein Dreh. Jackson Storm oder so. Jackson.
Ich kann es nicht aussprechen. Deswegen habe ich immer nur Storm genommen. Und Storm ist das coolste. Ja, der ist ganz blitzschnell. So richtig voll schnell. Aber der ist jetzt schon so richtig alt. Also er ist auch der Vater von Schwarze Strähne. Und das ist Blackie. Das ist der Vater von Tina. Und er ist in den Set dabei gewesen von Cleopatra und Miss Melody. Ja, die Tina, die habe ich jetzt nicht da. Diesen Schrank und so, die will ich jetzt auch nicht zeigen. Das sind jetzt nur die Pferde, die auf meinem Hof sind. Und dann machen wir mal weiter. Das ist der liebe Angelo. Mir wurde gesagt, dass er ein Fuchs ist oder ein Brauner. Oder so. Ich glaube eher gesagt, dass er... Also auf meinem Hof, wo ich reite, da ist dann auch so ein Angelo. Und deswegen habe ich den genau so, wie er da ist, habe ich ihn dann benannt. Und das war ganz cool, weil der Angelo hatte auch eine Blässe und der hat auch eine Blässe. Deswegen habe ich das auch gut gefunden. Und das ist der Vater, der gleich, also das ist der Vater von dem Ferni, also von dem Fohlen, das gleich kommt mit der Mutter. Und das ist mein Shire Horse. Ja, von den manchen, da weiß ich nicht mehr die Rasse. Und deswegen sage ich nicht von allen die Rasse. Das ist ein Schulpferd, aber er wird nicht so oft genommen, weil er viel zu wild ist und auch voll die guten Reiter sind. Und ja, mein Shire ist auch ein guter Shire. Der ist wie ein Wildpferd. Und er wird gar nicht mehr geritten, denn er ist einfach viel zu wild. Dann kommt meine Shire Horse Stute. Die wird immer noch geritten. Und ja, die glänzt. Und ist hier so ganz dreckig. Da muss ich nochmal drüber. Das liegt an dem Dreck. Da kommt da kommt einfach die alte Farbe wieder im Vorschein. Und das finde ich jetzt nicht so mal zu schön. Aber was soll ich machen? Daran. Ich werde einfach mal so eine Farbe holen, dass es dann dran bleibt vielleicht. Und dann kommt mal hier das Polenstern. Stern ist auch ganz schön. Habe ich in ein... Achso, manche Polen, die gibt es in ein Heft. Und das war's dann, Leute. Das waren schon alle Pferde. Aber jetzt mache ich mal die Tiere oder Menschen. Nee, ich mache die Menschen. Und das ist Katja, die Aushilfe hier. Eine der Aushilfe. Und ja. Dann ist hier Sheila. Die habe ich repainted, weil das aus dem Modell von Katja ist. Ja, da habe ich mit lila Stift. Ja, die Hose sieht ein bisschen kacke aus, aber ich konnte es nicht so richtig gut arbeiten, weil mein Stift schon leer war. Und ja, dann habe ich das noch ein bisschen angemalt. So, da. Bisschen die Haare, aber es ist nicht schlimm. Das ist auch ein Repaint und was soll ich machen? Das ist einfach hässlich geworden. Aber ich finde es trotzdem noch ganz schön, weil es meine Lieblingsfarbe ist, die dann da dran ist. Und dann finde ich es auch gar nicht mehr so schlimm. Und die Chaps, das sind Chaps, die jetzt anhat. Das soll ein Chap sein, lila Chaps bei den schwarzen Schuhen. Ich weiß, komisch, aber egal. Und dann kommen wir nochmal mit einer Aushilfe, die immer die Futterkammer aufräumt. Meine liebe... Wie habe ich die nochmal genannt? Egal. Das ist eine ganz gute und ja, die ist auch eine gute Aushilfe. Egal. Egal. Und ja, dann war es das mal, Leute, denn das Video geht schon 19 Minuten, Alter. Schwede. Und wieder ist alles ganz voll mit Sand. Kann ich gar nicht leiden, aber das war die einzige Stelle. Ich befreie es jetzt mal. Egal, dann mache ich mal Schau. Und ja, ciao, gib mir einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommis. Oh mein Gott. Das werde ich jetzt beseitigen, den Chaos, aber... Ach, ich muss mal ein bisschen setzen. Ja, dann sehen wir uns bald mal wieder. Ja, und das habe ich jetzt alles aufgeräumt. Voll viele Hufe, Abdrücke. Diese Scheiße.
Fire Host hier. Egal. Und ja, dann. Ciao.